Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu diesem Webinar heute Wege aus der Sackgasse in der Ahnenforschung mit der lieben Andrea Benschneider. Ich hoffe, dass Sie mich alle ganz gut hören. Sehen können Sie mich ja nicht, aber ich hoffe, Sie können meine Slides sehen und mich gut hören. Falls dem nicht so ist, einfach bitte kurz schreiben, falls es jetzt doch Probleme mit der Akustik gibt. Grundsätzlich sind alle Ihre Mikrofone stumm geschaltet, nur meins und das von Andrea, was ich gleich auch freischalten werde, wenn sie dann ihren Vortrag hält, sind eben an. Es ist eigentlich nur dafür, dass wir eben keine Probleme mit der Akustik haben. Und ja, ich glaube, ich gucke noch einmal und schaue, Ton perfekt. Vielen Dank, Herr Husian. Perfekt. Auch andere schreiben, dass alles okay ist. Super. Dann können wir problemlos anfangen. Dann stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Silvia da Silva. Ich bin die Country Managerin für Deutschland und für deutschsprachige Länder bei MyHeritage. Das Ganze schon seit über 10 Jahren, seit 2010. Vorher habe ich bei verwandt.de gearbeitet. Das ist ein Startup-Unternehmen hier in Hamburg gewesen, das eben von MyHeritage 2010 aufgekauft wurde. Ich bin im Marketing-Team von MyHeritage tätig und zuständig für, ja, unter anderem solche Geschichten hier wie heute, Webinare, Facebook Lives. Darüber werde ich auch nochmal was erzählen am Ende des Webinars, Blog, Social Media, Pressearbeit, Messearbeit. Leider dieses Jahr ist ja der Genealogentag ausgefallen und andere große Events. Aber es ist ganz toll, dass wir das Ganze eben digital machen. Und ja, ich heiße Sie nochmal ganz herzlich willkommen. Ich komme ursprünglich aus Portugal, daher vielleicht der exotische Name und bin mit 7 Jahren nach Hamburg gezogen, habe natürlich auch den MyHeritage DNA-Test gemacht und habe herausgefunden, Entschuldigung, dass meine Wurzeln nicht nur auf der Iberischen Halbinsel liegen, sondern eben auch in Nordafrika oder sogar im Nahen Osten. Ja, dann wollen wir jetzt mal starten. Ich habe noch zwei, drei Slides für Sie vorbereitet. Andrea übernimmt ja gleich, aber zwei, drei kleine Sätze zu MyHeritage beziehungsweise einmal zu der MyHeritage Wissensdatenbank. Die finden Sie unter education.myheritage.de. Das ist unsere Wissensdatenbank, die ist jetzt etwas über ein Jahr alt und da wird auch im Nachhinein dieses Webinar zur Verfügung stehen. Alle Webinare, die wir anbieten, nehmen wir auf und laden eben auf MyHeritage oder auf education.myheritage.de hoch, sodass Sie eben im Nachhinein oder falls Sie jetzt doch keine Zeit haben, ganz viele, also es haben sich wirklich ganz, ganz viele für dieses Webinar registriert. Die, die heute das doch nicht schaffen, haben eben im Nachhinein nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal anzuschauen oder eben auch mit Familie und Freunden zu teilen. In der Wissensdatenbank sind nicht nur die Webinare, sondern auch die Facebook Lives, die wir veranstalten. Wir werden auch dort hochgeladen, andere Artikel zu MyHeritage-Funktionen und Features und auch Anleitungsvideos zu den MyHeritage-Funktionen. Also schauen Sie es gerne an. Ansonsten habe ich noch zwei, ja, kleine Tipps oder Geschenktipps für Weihnachten, die ich jetzt auch gerne hier im Webinar erwähnen möchte. Das ist einmal die MyHeritage-Geschenkmitgliedschaft. Falls Sie das noch nicht mitbekommen haben, wir bieten seit ja einigen Wochen, auch jetzt nicht so lange her, aber seit einigen Wochen die Möglichkeit, eine Geschenkmitgliedschaft für einen lieben Verwandten zu erwerben. Und das Ganze mit 50% Rabatt. Also die Mitgliedschaft, ich glaube, für 6 Monate kostet sie 79 Euro und für ein Jahr 119 Euro. Aber ich bin jetzt mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Schauen Sie sich das einmal gerne an unter myheritage.de/gift. Ist vielleicht eine gute Möglichkeit, da jetzt sowieso wir im Lockdown sind und keine Möglichkeit haben, ja, einzukaufen, ist das, glaube ich, eine schöne Idee. Und dann können Sie eben auch Ihre Familiengeschichte mit ja, Ihren Verwandten teilen. Und auch nochmal ganz kurz Werbung für den MyHeritage DNA-Test. Der ist nämlich auch gerade noch im Angebot und es ist definitiv der letzte Tag heute für eine Bestellung, sodass wir auch eine Zustellung vor Weihnachten garantieren. Zumal ich auch jetzt sagen muss, vielleicht sollte ich das Wort garantieren nicht benutzen, weil DHL, glaube ich, derzeit auch wirklich so viel zu tun hat und so viele Pakete aus verschickt und abgeben muss, dass ich jetzt doch nicht hundertprozentig weiß. Definitiv wäre heute der letzte Tag gewesen. Aber für Sie auch das Angebot ist auch nur noch 3 Tage gültig. Das DNA-Kit für 49 Euro statt regulär 79 Euro. Vielleicht ist das für Sie auch interessant. Auch haben wir schon mal ein Webinar oder ich habe mal ein Webinar, ich glaube vor 1 oder 2 Jahren sogar schon über den DNA-Test gemacht. Falls Sie sich mit DNA-Genealogie nicht auskennen,
Dann schauen Sie gerne in der Wissensdatenbank nach. Da gibt es ein Webinar über den DNA-Test von uns. Was ist überhaupt DNA-Genealogie? Wie funktioniert der MyHeritage-DNA-Test und so weiter? Also ist ganz interessant vielleicht für diejenigen, die noch nie einen Test gemacht haben. Und wie bei allen Webinaren haben wir heute oder veranstalten wir heute auch ein Gewinnspiel. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie bis zum Ende durchhalten, eben ein Komplettabo von MyHeritage zu gewinnen. Das ist eine Jahresmitgliedschaft, also die Laufzeit ist ein Jahr. Ich habe hier mal alles aufgelistet. Das ist das Komplettabo, beinhaltet ein Premium Plus Familienseitenabo und nochmal ein Datenabo. Wir haben auf MyHeritage über 12,7 Milliarden historische Aufzeichnungen, die Sie durchsuchen können. Mit dem Komplettabo haben Sie unbegrenzten Zugriff darauf, können alles durchsuchen, erhalten Record Matches, können das in Ihrem Stammbaum hinzufügen und natürlich auch die anderen Funktionen, die in der Familienseite inkludiert sind, wie zum Beispiel die Smart Matches oder auch eine unbegrenzte Nutzung des Stammbaumes. Also Sie können so viele Profile anlegen in Ihrem Stammbaum, wie Sie mögen und haben natürlich auch bevorzugten Kundensupport. Das war's, glaube ich, auch erstmal von mir. Die liebe Andrea Benschnade wird sich jetzt, glaube ich, einfach mal selbst vorstellen. Ich hole sie dazu und hoffe, nee, einmal zurück. Und hoffe, dass es jetzt auch problemlos funktioniert. Kleinen Augenblick. So. Guten Morgen, Andrea. Kannst du mich hören und können wir dich auch hören? Ja, guten Morgen. Ich kann dich hören und ich hoffe, ich werde auch gehört. Ja, perfekt. Ich kann dich hören. Sehr gerne kannst du, oder beziehungsweise ich ernenne dich mal jetzt zum Moderator, damit du deine Slides präsentieren kannst. So, gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Ja. So. Gut, also das funktioniert, dann gehe ich jetzt mal raus, beziehungsweise ich bin da, aber genau, bevor Andrea anfängt, ganz kurz, ich bin im Hintergrund da, ich werde mich jetzt stumm schalten. Sie können in der ganzen, während der ganzen Präsentation Ihre Fragen gerne schon schreiben. Ich sehe, ganz viele haben schon Fragen geschrieben. Das, was ich beantworten kann, werde ich beantworten. Das, was ich nicht beantworten kann, das macht vielleicht Andrea am Ende. Wir werden einfach mal schauen, wie viele Fragen da noch offen sind. Und gegebenenfalls, ja, können wir nicht alles beantworten, aber auch dazu sage ich am Ende noch mal was und ja, dann fangen wir einfach mal an. Ja, also auch guten Morgen von mir. Ich freue mich, wieder mal in diesem Rahmen Ihnen ein bisschen was aus meinem Erfahrungsschatz mitteilen zu können. Mein Name ist Andrea Benschneider. Ich bin seit fast 17 Jahren jetzt bald schon als Berufsgenealogin in Hamburg tätig und habe in der Zeit also Hunderte, nee, Tausende schon interessanter Fälle gehabt. Und da es ja doch ab und zu immer mal wieder Hindernisse bei der Ahnenforschung gibt, wo man einfach de facto nicht weiterkommt, dachte ich mir, das wäre doch jetzt so für das letzte Webinar in diesem Jahr mal ein guter Grund, ein gutes Thema, um das mal aufzugreifen. Und die Sackgassen können natürlich viele Gründe haben, wobei der allerhäufigste wahrscheinlich der ist, dass wir einer Sauklaue, so manchen Schreiberlings vor uns haben und man einfach nicht weiterkommt, wenn der arme Mensch da bei Kerzenschein mit Feder, Kiel und Tinte versucht hat, irgendwelche Orts- und Namen irgendwie zu schreiben, die man heutzutage in Schreibweisen nicht mehr nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, ich gebe Ihnen ein paar Tipps aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung, wie man über gewisse Hindernisse hinwegkommen kann. Es ist natürlich immer, ich kann nur verallgemeinern, jede Familiengeschichte ist so speziell und individuell, dass ich in diesem Vortrag nicht auf jedes kleinste Detail eingehen kann. Es ist natürlich auch, und wenn ich sage Deutschland, dann weiß ich, dass es vor 1871 ganz viele verschiedene Regionen, Provinzen, Herzogtümer, Königreiche etc. gab. Und auch kann ich mit gewissen Sachen, die ich hier erzähle, nicht so ganz in die Tiefe einsteigen, weil das lässt die Zeit nicht da. Sie alle wollen irgendwie auch noch am Heiligabend unterm Tannenbaum sitzen, weil sonst wäre ich dann noch nicht fertig. Also würden wir noch gemeinsam das neue Jahr feiern. Wie gesagt, ich werde auch nicht, es war natürlich in der Vorbereitung für mich auch schwer zu sehen, so
Wer ist das Publikum? Also ich werde nicht auf den ganz, ganz blutigen Anfänger eingehen. Ich gehe einfach davon aus, dass Sie die vorherigen Webinare auf MyHeritage sich schon angeguckt haben und eine Vorstellung haben, was in einem Kirchenbucheintrag steht oder was eine standesamtliche Urkunde ist. Aber ich versuche natürlich trotzdem irgendwie das Ganze so zu gestalten, dass jetzt nicht der Anfänger überfordert ist, aber sich der etwas Fortgeschrittenere vielleicht hier zu Tode langweilt. Also ich hoffe für jeden, dass für jeden was dabei ist. Wie gesagt, ich habe, wie Silvia schon gesagt hat, ich stehe Ihnen am Ende gerne zu Fragen zur Verfügung. Silvia und ich haben auch schon gesagt, wir sind auch gerne bereit, ein paar Minuten über die Zeit hinauszugehen, wenn Bedarf herrscht. Und genau. Und wie ich mir das Ganze heute überlegt habe, ist halt, dass ich ein paar Probleme aus meinem, warum geht das jetzt hier nicht? So, jetzt. So, das sind die Themen, die ich heute bespreche. Und zwar eben einfach, was mache ich oder wie finde ich den Herkunftsort eines Vorfahren? Wie finde ich den Verbleib eines Vorfahrens oder Informationen über Vorfahren, wenn es dann keine Kirchenbücher mehr gibt? Oder auch lebende Verwandte, wobei die lebenden Verwandten da eher so ein bisschen mehr das Interesse daran war, entweder jemanden zu finden, der vielleicht noch Informationen über die Familiengeschichte hat. Oder es ist, ich habe mir das mehr so gedacht, so grob die Forschung halt im 20., 21. Jahrhundert, wo halt wegen Schutzfristen, die normale Kirchenbücher halt nicht so möglich sind. Wie gesagt, es gibt in der, das habe ich auch vorher immer schon mal wiederholt, ich weiß, das ist halt so, es gibt kein Schema F in der Ahnenforschung und neben der ganzen Erfahrung und dem Wissensschatz und verschiedensten Möglichkeiten, an etwas heranzugehen, gehört halt oft auch viel Glück dazu. Wenn ich eine bestimmte Fragestellung habe, dann gibt das oftmals viele verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Quellen. Und ich weiß nie, ob ich diese Antwort in dem ersten Dokument oder vielleicht im zehnten Dokument anfange. Und hätte ich eine andere Reihenfolge gewählt, dann wäre das zehnte Dokument vielleicht mein drittes gewesen und die Forschung wäre ganz anders gelaufen. Also, aber das weiß man nicht. Und insofern, die Ansatzmöglichkeiten hängen eben immer stark davon ab, auch wann eine Person gelebt hat und wo sie gelebt hat. Und wie gesagt, es kann leider heute nur ein grober Überblick sein, den ich Ihnen hier vermittle. So, erste Frage ist, ich habe eine Ortsangabe für meinen Vorfahren, aber ich finde die Person da nicht. Und ich habe das Ganze so, diese Themen jetzt so aufgebaut. Ich nehme, habe ein Beispiel aus meiner Praxis, Berufspraxis genommen. Und dann gezeigt, wie ich herangegangen bin, um dieses potenzielle Problem zu lösen und am Ende eben auch, was die Lösung ist. Also fangen wir mal damit an. Das erste Problem war, ich kenne den Ortsnamen, den vermeintlichen Ortsnamen, aber finde die Familie dort nicht. So hatte ich vor ungefähr 10 Jahren den Auftrag. Der Kunde kam mit der Passagierliste an. Sein Vorfahr Christian Benedikt ist im Alter von 24 Jahren, am 7. November 1871 von Hamburg über Hall mit dem letztendlichen Ziel New York ausgewandert. Er war laut Passagierliste 24 Jahre alt und kam aus Lage in Mecklenburg. Also, wir suchen, der Auftrag war, suche die Taufe von Christian Benedikt in Lage. 24 Jahre alt im Jahr 1871, also muss er grob 1847 geboren worden sein. So, nun sitze ich im Landeskirchenarchiv in Schwerin seinerzeit noch und blättere oder gucke mir den Mikrofilm an mit den Kirchenbüchern und ich finde ja alles nur kein Christian Benedikt im Jahr 1847 in Lage. Also ist das Erste, man vergrößert den Zeitraum, weil natürlich eben früher so eine Angabe wie 24 Jahre alt nicht immer unbedingt in Stein gemeißelt war. A kann der Gute irgendwie vielleicht 23 oder 25 gewesen sein oder man muss dann halt eben gucken, wie lange der Geburtstag her ist oder manchmal wurde ein Alter geschätzt oder es wurde halt auch, und da gehe ich nachher nochmal drauf ein, bewusst vielleicht auch geändert, besonders in so einer Passagierliste. Also ist so der erste Tipp, wenn ich eine Taufe nicht finde oder ein kirchliches Ereignis nicht finde,
jetzt nicht so sagen, aber der muss 1847 getauft worden sein. Nein, ich gucke einfach mal ein paar Jahre davor und ein paar Jahre dahinter. Und so Pi mal Daumen nehme ich immer so, dass ich so einen groben Zeitraum von 10 Jahren habe. Wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass der da geboren worden sein muss, dann würde ich den Zeitraum vielleicht sogar auch noch erweitern. So, nun habe ich aber in diesen 10 Jahren überhaupt keinen Menschen in den Kirchenbüchern von Lage gefunden, der Benedikt heißt. Also muss ich einen Schritt weitergehen. Ich suche einfach mal in den umliegenden Kirchengemeinden. Denn vielleicht kam der ja gar nicht aus Lage, sondern hat nur gesagt, ich komme aus Lage, obwohl der eigentlich aus dem Nachbardorf kam. So, wie, weiß nicht, macht man ja heute auch noch. Ich sag mal, der frühere Tennisspieler Michael Stich sagt ja auch immer, er kommt aus Hamburg, obwohl der eigentlich in Pinneberg bei Hamburg geboren worden ist. Also nur als Beispiel. Ist natürlich so auf einer Passagierliste oder generell immer einfacher. So, im landeskirchlichen Archiv in Schwerin haben die eine ganz tolle Karte. Die heißt die Mecklenburgische Kirche um 1500, aber die Grenzen der Kirchengemeinde sind immer noch gültig. Und ich konnte zum Glück so eine Kopie, auch so ein Poster erwerben und das hängt auch bei mir im Büro und kommt regelmäßig noch zum Einsatz. Und hier habe ich mal geguckt, wo ist denn Lage? Das ist so Richtung Rostock. Und nun ging es halt darum, so, wenn ich jetzt in Lage ihn nicht finde, gucke ich mir halt so die Kirchen an, die da so im Umkreis sind. Und das ist, ich gehe jetzt mal gegen den gegen den Uhrzeigersinn. Da haben wir Großrizenow, wir haben Kamin, wir haben Hohensprenz, Kritzkow, Recknitz, Warnkenhagen, Beelitz und Polchow. So, und nun habe ich irgendwo angefangen. Ich bin dann, glaube ich, damals im Uhrzeigersinn gegangen und schwupps hatte ich Glück, weil in Beelitz, also so unten rechts, so 4 Uhr von Lage ungefähr gesehen, habe ich nun die Familie Benedikt tatsächlich gefunden. Und so war dann die Lösung. Problem war, ich kenne den Ortsnamen, den vermeintlichen Ortsnamen, finde die Familie nicht. Und die Lösung war, er hat gar nicht, ist gar nicht in dem Ort, aber in einem kleineren Ort daneben geboren worden. Und zwar am 21. Februar 1847 in Schwiesel geboren und einen Tag später in Beelitz getauft worden. So, damit habe ich jetzt mein erstes Problem gelöst. Kommt Problem Nummer 2. Und das war ein Fall von einem meiner Lieblingskunden, der jahrelang den Herkunftsort seiner Ururgroßmutter Friederike Holz suchte. Und alles, was er wusste von dieser Passagierliste, die ist auf der Snapdragon am vermeintlich 3. Mai 1856 von Hamburg nach New York gesegelt. Alles, was er wusste, war, die kommt aus Schönfeld in Preußen. Jetzt ist aber das Problem, dass es irgendwie 25 Mal einen Ort Schönfeld in Preußen oder noch mehr, wenn man die nicht preußischen Länder mit einbezieht, weil in Mecklenburg gibt es auch ein Schönfeld. So. Also war jetzt die Frage, wie finde ich denn den richtigen Ort? In einem der früheren Webinare hatte ich ja von diesen Webseiten, die Webseiten erwähnt, wo man den Namen eingibt und anhand der Verteilung in den Telefonbüchern man dann so eine Karte bekommt, wo überall dieser Name herkommt. Das mag, ist ja auch generell eine gute Quelle, aber erstens, mit Preußen, zu Preußen gehörten natürlich auch Regionen, die im heutigen Polen, Russland oder sonst wo liegen. Also die wären gar nicht abgedeckt in dieser Karte, weil es ja nur das deutsche Telefonbuch als Quelle hat. Und das nächste ist, ich muss dann natürlich schon, wenn ich das machen würde, diesen Weg wähle, dann geht das natürlich nur, wenn ich einen Nachnamen habe, der jetzt nicht ganz so häufig ist, um wirklich Hinweise zu haben, aus welcher Gegend das kommt. Also der Ansatz, über diese Namensverbreitungskarten zu gehen, ist hier keine gute Idee. Also wurde als erster Schritt geguckt, gibt es irgendwo eine Friederike Holz mit Schönfeld in Preußen in einer der gängigen genealogischen Datenbanken? So, Problem war, nein, gab es nicht. Damit kamen wir jetzt so nicht weiter. Und dann kam dann der zweite Ansatz, zweite Forschungsmethode. Und das ist so die Methode, wenn ich einen schwierigen, hartnäckigen Fall habe, dann kommt die sogenannte Fanclub-Recherche-Methode.
zum Einsatz. Und ich hole jetzt mal ein bisschen aus und erzähle Ihnen da mal ein bisschen drüber, was das ist. Das Ganze, diese Methode ist jetzt nicht, also die Idee dahinter ist nicht wirklich neu, aber sie ist besonders durch die amerikanische Genealogin und Autorin Elizabeth Shawn Mills geprägt worden. Und dieses FAN, also F-A-N, ist die Abkürzung, das F für Family, also Familie, A für Associates, also Freunde, Kollegen, Bekanntenkreis, und Neighbors sind die Nachbarn. Also es geht einfach darum, wenn ich eine schwierige Fragestellung habe und ich auf dem direkten Wege jetzt nicht meine Antwort bekomme, dass ich dann eine Recherche mache von Personen, die im familiären, beruflichen und regionalen Umfeld gelebt haben. Ob das jetzt in der Großstadt im Adressbuch ist, wer hat mit in dem Haus gelebt, oder einfach, wer waren Anwohner aus dem Dorf oder wer hatte den gleichen Berufsstand? Vielleicht war man über eine Zunft miteinander verbunden. Oder so, das sind alles Möglichkeiten. Leute, die den gleichen Nachbarn im Nachnamen hatten und im Nachbardorf gewohnt haben. So, das sind die Personen, die man ranholt. Wie gesagt, diese Forschungsmethode wird dann eingesetzt, wenn es keine direkten Beweise für zum Beispiel eine Abstammung gibt, weil jetzt das Kirchenbuch nicht mehr akzeptiert oder weil eben in den Kirchenbüchern auch keine vollständigen Angaben sind. Es kann auch benutzt werden, wenn es widersprüchliche Hinweise gibt oder wenn zum Beispiel am selben Ort zwei Personen mit dem identischen Namen wohnen und man jetzt wissen will, naja, welcher von den beiden ist denn jetzt mein Vorfahr? Dann hole ich natürlich auch aus und suche nicht nur die Eltern, weil ich kann, und die Großeltern, weil ich kann da ja schnell woanders auf einer falschen Familie landen. Und so würde ich dann eher eben dieses Umfeld ausweiten, den Kreis der Personen, die ich erforsche, weite ich aus und gucke mir auf einmal an, was ist denn aus den Geschwistern geworden oder Onkel und Tanten und so weiter. So, das holt man dann heran. Wichtig dabei ist auch nur, dass man jetzt nicht wie wild alle Namen sammelt, sondern eben auch, dass diese Forschungsmethode fängt eben mit einer speziellen oder spezifischen Fragestellung an, die sich auf einem einfachen Weg nicht lösen lässt, sodass eben, wie gesagt, ausgeholt werden muss. Und es ist halt wichtig dabei, dass ordentlich die gesuchten Quellen festgehalten werden und auch die darin gefundenen Informationen. Weil wenn ich, um eine Person zu finden, 20 Personen recherchiere, dann kann man halt auch leicht den Überblick verlieren. So, aber das ist halt wichtig, sodass man dann eben, wenn ich alles geordnet habe, weiß, was ich gefunden habe, weiß, wo ich es gefunden habe, dass dann am Ende eben eine Analyse der gefundenen Daten steht. Wie gesagt, als Zusammenfassung, es werden nicht nur die Informationen über direkte Vorfahren gesammelt, sondern eben auch die über Geschwister, Freunde und Nachbarn. So, und in diesem Fall fand nun diese Fan-Club-Recherche kam zum Einsatz. Und zwar, ein näherer Blick auf diese Passagierliste gab nun hervor, dass 14 Mitreisende aus demselben Schönfeld in Preußen mit der alleinstehenden Friederike Holz gereist sind. Und so war es eine Familie Roll, eine Familie Thies und Baas. Und auch die ebenfalls ledige Wilhelmine Weber waren verzeichnet. Wir haben jetzt eine, wurde angefangen, die einzelnen Namen aus diesen Familien in den Datenbanken zu finden. Und da gab es dann auch gleich den Glücksfall, dass auf MyHeritage fand sich dann auch gleich der Heinrich Wilhelm Roll. Der hier nun steht, als Herkunftsort hatte er Schönfeld in Brandenburg angegeben. So, und damit gab es dann schon mal ein weiteres Indiz dafür. Und die 25 Schönfelds wurden auf einmal schon, es gab einen möglichen, dass man eine Richtung hatte, wo man anfangen konnte. Und diese Person war nun auch, weil es hätte ja nun auch jeder andere sein können und vielleicht war da das gar nicht, der auf der Passagierliste war. Aber ein weiteres Indiz war da tatsächlich, dieser Heinrich Roll ist dann auch nach Wisconsin ausgewandert und von Friederike Holz wussten wir, die ist auch nach Wisconsin
gewandert. Also war halt schon, dass da eine Verbindung sein könnte. Und es gab dann auch hier noch den Eintrag dazu, dass seine Ehefrau eine Caroline Friederike geborene Plötz ist. Und da gab es dann das nächsten Glücksfund, dass Caroline Friederike Plötz in der MyHeritage-Datenbank bzw. Der Taufeintrag durch Weiterleitung auf Family Search gefunden werden konnte. Und hiermit war dann auf einmal klar, dass diese Caroline Friederike Plötz wurde in der Kirchengemeinde von Nechlin getauft. Und Nechlin liegt 6 Kilometer entfernt von dem Schönfeld in Brandenburg. Einen kurzen Anruf oder Kontakt an der Kirchengemeinde von Nechlin gab heraus, innerhalb von einer Stunde bekam der Kunde dann die Antwort: Hurra, Friederike Holz wurde in Nechlin bei Schönfeld in Brandenburg geboren und getauft. So. Hier war der Fanclub die 14 Personen, die mit Friederike nach Amerika ausgewandert sind. So, Problem Nummer 3. Da greife ich nun auf einen Fall in meiner eigenen Familiengeschichte zurück, bei dem ich auch längere Zeit festhing, der auch noch nicht ganz gelöst ist. Aber man arbeitet sich ja mal ein Stückchen weiter voran. So, mein Problem ist, ich weiß nicht, wo meine Familie herkommt. So, als Beispiel oder der letzte belegte Eintrag bei meinen Vorfahren ist, dass am 25.10.1791 in Bredenfelde, das ist in Mecklenburg, so war damals Mecklenburg-Strelitz, Richtung Waren an der Müritz, so für die nächste ganz Ortskundigen. Also im Oktober 1791 heiratet nun Jochen Friedrich Benschneider. Es steht leider kein Ort dabei, wo er herkommt. Über seine Braut steht ein bisschen mehr, der Name des Vaters und dass sie aus Rosenow kam und so weiter. So stellt sich halt mir die Frage, wo kommt die denn jetzt her? Also habe ich mir dann so die Kirchenbücher davor natürlich angeguckt, um zu sehen, ist der da auch in Bredenfelde getauft worden. Nun findet sich dann leider auf der ersten Seite des Kirchenbuches von 1756 bis 1777 hat dann der Pastor geschrieben. Das vorliegende Buch enthält alles, was aus der Zeit der Amtsführung des Pastor Bresse zwischen 1756 und 1777 von Kirchenbuchführung aufzuweisen ist. Schande seinem Angedenken. Anscheinend hat der Nachfolger von Pastor Bresse dessen Notizen gefunden und hat es geschafft, für diesen fast 20-jährigen Zeitraum knappe 4 Seiten Taufeinträge zusammenzubekommen. Das war offensichtlich nicht vollständig und somit ist die Taufe meines Vorfahrens überhaupt nicht in Bredenfelde bzw. Groß-Farchow zu finden. Die Kirche von Bredenfelde war abgebrannt, deswegen war Groß-Farchow 9 Kilometer weiter die Kirche und so. Also, jetzt ist nun das Problem, was mache ich denn jetzt? So, ich habe in dem Heiratseintrag keinen Geburtsort. In der späteren Volkszählungsliste 1819 finde ich die Frau und Kinder, aber ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er gestorben ist und ich weiß derzeit auch überhaupt nicht, wo er geboren wurde, geschweige denn, wer seine Eltern waren. So, also gehe ich jetzt wieder an die Fanclub-Recherche. Eine Umkreissuche wie in dem Fall von Lage, macht hier keinen Sinn, weil ich direkt so an der Grenze von 3 historischen Staaten bin. Ich habe auf der einen Seite Mecklenburg-Schwerin, ich habe Mecklenburg-Strelitz und dann kommt Vorpommern. Mecklenburg-Schwerin und Strelitz, da liegen die Kirchenbücher in Schwerin im Archiv beziehungsweise sind halt auch teilweise im Internet einsehbar. Für alles, was das heutige Vorpommern ist, liegen die Kirchenbücher nur in den Kirchengemeinden oder im Archiv in Greifswald. Und beides hat zu im Moment. Oder ist auch dann einfach so für so eine Suche ins Blaue hinaus einfach gar nicht sinnvoll für mich, da jetzt hinzufahren.
Also das wäre wirklich so die Stecknadel im Heuhaufen. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. In jedem zweiten Dorf da in der Gegend gibt das Ben Schneiders, aber welcher ist meiner? Und selbst wenn ich einen Jochen Friedrich finden würde, ich wüsste ja nicht mal, ob das der richtige ist, weil ich ja gar nicht weiß, wer die Eltern sind. Also das ist, kann man machen, ist in diesem Fall aber relativ witzlos. So, wie gesagt, jetzt suche ich die, nehme ich wieder meine Fanclub-Recherchemethode ran. Und diesmal, Fragestellung ist, wann und wo wurde Jochen Friedrich Ben Schneider geboren, beziehungsweise wer waren seine Eltern? Und hier nehme ich den Ansatz, dass ich jetzt im familiären Umfeld gucke, und zwar, wer waren die Taufpaten seiner Kinder? Und unter den Taufpaten, das ist wieder das alle, die Taufpaten erfüllen alles, was so zu diesem Fanclub passt. Es kann der Nachbar oder der Freund im Dorf sein. Es sind bei den ersten Kindern besonders, sind das meistens irgendwie die Großeltern. Oder es sind irgendwie Geschwister der Eltern, also Onkel und Tante oder so. Es können Geschäftspartner sein. Es kann der Gutsbesitzer des Dorfes, wir sind ja in Mecklenburg, gewesen sein, dem man eine Ehre erweisen möchte. Also es sind, wie gesagt, alles, was zum Fanclub gehört, ist bei den Taufpaten normalerweise verzeichnet. Also guckte ich dann mal und fand nun beim ersten Kind, das wurde 1792 in Bredenfelde getauft, da war auf einmal ein Daniel Ben Schneider, der war Schäfer, und die Hanna Caroline Ben Schneider. So. Schäfer ist natürlich schon nicht ganz optimal, weil Schäfer gehören zu den sogenannten unsteten Berufen. Das ist ungefähr so lustig, wie wenn ich einen Angestellten bei der Eisenbahn versuche zu erforschen oder die Familie, weil oftmals jedes Jahr der Wohnort gewechselt wurde und somit jedes Jahr die Kinder irgendwo anders geboren wurden. So. Jetzt habe ich die beiden und finde ich ja auch toll und der Nachname passt, aber ich weiß ja immer noch gar nicht, A, wo kommen die her? In dem Kirchenbuch von Groß Farchow beziehungsweise für Bredenfelde tauchen sie nicht auf. Bredenfelde tauchen sie nicht auf. Und wie gesagt, die haben zwar den gleichen Nachnamen, aber ich weiß gar nicht, wer die Personen sind. Das kann ja jeder sein. Also gucke ich mir das nächste Kind an. Und da, siehe da, Familie ist mittlerweile nach Schabzow weitergezogen. 1795 wird eine Tochter geboren und deren erste Taufpatin ist aus Wolkwitz. Hurra, ich habe eine Ortsangabe. Schäfer Daniel Benschneider, da ist er wieder. Und seine Ehefrau Regina Dorothea Benschneider. So, jetzt habe ich schon mal die beiden. Und immer noch aus Mangel an Alternativen, ich weiß jetzt, der Daniel Ben Schneider taucht wieder auf. Der war beim ersten Jungen, der geboren wurde, der Taufpate. Der Vater der Mutter war ja schon verstorben. Das stand in dem Heiratseintrag. Also klingt das doch ziemlich gut. Das zweite Kind ist eine Tochter und schwupps kommt da dann die Regina Dorothea ins Spiel. Das könnte tatsächlich die Großmutter sein. So, also im Moment habe ich so die Theorie, diese beiden sind jetzt die Eltern von meinem Jochen Friedrich. Ich habe die Ortsangabe und jetzt wird dann halt weitergesucht. So. Ich habe aus vorherigen Forschungen, wo ich halt immer da im Umkreis dann immer schon mal geguckt habe oder habe gucken lassen, auch ich beauftrage Berufskollegen, weil die dichter dran wohnen und das Wissen vor Ort haben. Und dadurch habe ich schon einige Namen von Kindern von diesem Ehepaar zusammen. Nur eben meiner ist noch nicht dabei. Und somit ist das jetzt aber, dass ich als nächsten Anhaltspunkt von vorher wusste ich nur, ich weiß gar nicht, wo der herkommt und wie heißen die Eltern, habe ich jetzt durch das Gucken, Angucken der Paten, der Kinder, habe ich dann jetzt schon mal einen Hinweis, dem ich jetzt gezielt nachgehen kann. Und gerne berichte ich zu irgendeinem späteren Zeitpunkt mal, was da rausgekommen ist und ob diese Theorie richtig ist. Also im Moment ist das nur eine ganz gute Möglichkeit, starke Möglichkeit und wird weiterverfolgt. So, nun, das nächste Thema ist dann so, jetzt habe ich meine Vorfahren erforscht, aber dann auf einmal sind die weg und ich weiß nicht mehr wo und wie finde ich die denn jetzt? Also wo sind die, nachdem wir das Thema geklärt haben, wo die herkamen, ist ja so, dass, wo sind die denn jetzt hingegangen oder was aus denen geworden ist?
Es gibt ja viele, die von denen wissen wir, dass sie ausgewandert sind, aber wir finden die nicht in Passagierlisten. Und da gibt es dann, und das habe ich halt so besonders bei Männern gesehen, dass halt oftmals die ihr Alter oder ihren Rufnamen ändern. So, das Alter wird manchmal, wird die Person dann jünger gemacht, weil man Angst hat, in Amerika abgewiesen zu werden. Oder man macht sich älter, weil man eigentlich so im militärfähigen Alter ist und möchte nicht gleich so die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen, wenn man denn mal sich von dannen schleicht auf dem Schiff. Und somit habe ich auch da dann irgendwie den Trick eben bei besonders den jungen Männern im militärfähigen Alter gesehen, dass wenn die, ich sage jetzt mal Christian, Johann, Ludwig heißen und ihr Leben lang in jedem Eintrag ist das Christian irgendwie und auf einmal taucht dann der Christian als Ludwig, also so mit dem dritten Vornamen in der Passagierliste auf. So, das wäre nochmal ein guter Hinweis, wo ich suchen kann. Nächste Sache ist, die Person ist einfach nicht auffindbar. Also ich habe schon Vorfahren gefunden von Kunden und auch bei mir, die sind ausgewandert und ich wusste das gar nicht. Also insofern ist halt auch, wenn man jemanden sucht, der so um, weiß ich nicht, ab 1850 irgendwie nicht da ist, ich habe jetzt alle Geschwister abgesucht, ich habe alle, weiß ich nicht, die Eltern, die Kinder, Onkel und Tanten abgesucht und ich finde einfach de facto keinen Hinweis drauf. Ist ja immer noch die Möglichkeit, dass eine Person ausgewandert ist. Vielleicht insbesondere, wenn vorher schon andere Familienmitglieder ausgewandert sind. Also hier ist wieder die Fan-Club-Recherche gefragt. Außerdem, es kommen ja täglich immer wieder neue Angaben, Daten, Informationen, Unterlagen in die ganzen genealogischen Datenbanken. Also es lohnt sich, eine regelmäßige Abfrage zu haben. Wir haben gerade von Silvia gehört, 12,7 Milliarden Einträge. Das ist ja der Wahnsinn. So. Und das nächste ist halt auch, was mache ich, wenn ich jetzt forschungsrelevante Quellen nicht mehr da sind? So wie bei mir der Fall, der gute Pastor saß irgendwie 40 Jahre betrunken in der Ecke oder weiß ich nicht, oder die Kirche ist abgebrannt oder durch Kriegseinflüsse oder sonstiges gibt es einfach nichts mehr. Was mache ich denn dann? Da gibt es zum einen die Möglichkeit, immer mehr Stadt- und staatliche Archive erschließen ihre Bestände und man kann in Online-Findmitteln auch gezielt nach Personennamen suchen. Also hier in Hamburg hat das Staatsarchiv arbeitet mit dem System Scope. Ich glaube, dass das auch ein Archiv in Zürich hat das auch. Ich weiß für Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, die arbeiten mit Arkansas. Und da kann man eben nicht nur sagen, ich suche ein Kirchenbuch von XY oder ich suche Militärunterlagen aus von dem Regiment, sondern ich kann halt einfach auch ganz gezielt nach Namen suchen. Und vielleicht findet sich ja etwas, dass es da eine, und da komme ich schon mal zu anderen Quellen, vielleicht gibt es ja eine Gerichtsakte, dass die Person in einen Prozess verstrickt war. Oder vielleicht ist die Person ausgewandert und dann gibt es da eine Akte darüber, über den Vorgang, wo sie sich abgemeldet haben. Oder. Also insofern sind eben Online-Findmittel der staatlichen Archive, die werden halt auch immer weiter erschlossen. Das wäre, ist auch immer noch ein ganz guter Ansatzpunkt, wo ich gucken kann. Je nachdem, wann ich jemanden suche, wenn jetzt zum Beispiel jemand eher so aus den Ostgebieten kam und wir wissen es nicht, wäre der DRK-Suchdienst in München noch eine ganz gute Anlaufstelle, solange es die noch gibt. Auch die Bundesarchive haben mit ihrer Online-Datenbank in Vineo, wo man sich halt registrieren muss, Möglichkeiten nach Personen eine Suche in deren Beständen durchzuführen. Wie gesagt, wenn es keine Kirchenbücher mehr gibt, wir hatten mal eine Recherche nach einer Familie, die in der Nähe von Breslau, Schlesien gewohnt haben soll. Die waren in den 1850ern nach Australien ausgewandert und es gibt halt zwischen 1790 und bis zum Einsetzen der Kirchenbücher 1874 de facto keine Kirchenbücher. In der Standesamtsurkunde 1874 gibt es halt, es gibt keine Kirchenbücher da.
So, und nun kann man dann gucken, es gab irgendwie Akten über Landbesitz und Nachlassakten etc. Das Problem ist nur, bei solchen Quellen muss man sich gut überlegen, weil oftmals, wenn ich da, sag ich mal, 10 Regalmeter Landbesitzakten vor mir habe, wenn das nur ein Tagelöhner war, dann wird der nicht in diesen Akten stehen, weil dem nie richtig offiziell irgendwie was gehört hat. Und dann kann ich da natürlich Jahre mit verbringen, mir alle Zettel einzeln anzugucken, habe aber eben auch oftmals leider dann mit dem Ergebnis nichts zu finden. Also insofern, solche weiteren Quellen sind, können interessant sein und können diese Lücken schließen. Manchmal ist es halt, man muss sich nur bewusst sein, es ist oftmals ein hoher Aufwand und man muss dann halt für sich selber abwägen, lohnt sich der Aufwand angesichts dessen, dass vielleicht auch eine gute Chance ist, je nachdem, was ich schon über eine Person weiß, dass die da vielleicht gar nicht so drin ist. Ansonsten eben auch neben den genealogischen Datenbanken oder den Online-Findmitteln der staatlichen Archive sind natürlich auch die genealogischen Vereine, der Verein für Computergenealogie oder eben auch so Internetforen ganz gute Quellen, wo man seine Frage stellen kann und dass man halt so diese Schwarmintelligenz nutzt und sich mit Leuten austauscht. Ich meine, ich mache das genauso, wenn ich irgendwie, man steckt ja manchmal fest und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und im Berufsverband haben wir halt so für die, im Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen haben wir halt auch die Möglichkeit, dass wir uns so untereinander austauschen und sagen, Mensch, was meinst du denn so irgendwie? Und als Beispiel, ich suche etwas über einen Arzt, der 1900, weiß nicht, 30er Jahre in München gelebt hat. Und dann finde ich über den vielleicht im Bundesarchiv was, weil es da das Reichsärzteregister gibt. Und ja, also insofern, es kann halt an vielen verschiedenen Stellen Informationen über Menschen geben, wenn man so über Kirchenbücher oder andere Lücken nicht weiterkommt. Und somit eben auch so, das erwähnte ich ja schon eingangs, die Suche nach den lebenden Verwandten, das ist eher so eben, es muss ja nicht auch immer unbedingt dieser lebende Verwandte sein, wie jetzt mein Arzt da 1930er Jahre in München ist halt, wenn ich nach Personen im 20. und sogar vielleicht 21. Jahrhundert suche, ist es natürlich wegen Datenschutz etwas schwieriger. Und eben insbesondere, wenn es eben nicht die direkten Verwandten sind, sondern ich nach einer Person suche, weil die eben in diesen Fanclub gehört und oder eben ein Nachkomme eines Fanclub-Mitglieds könnte vielleicht die Informationen haben, die ich brauche, um meine Forschung weiter voranzubringen. Und da gibt es natürlich dann halt auch immer so Möglichkeiten, die über die Randvermerke der Standesamtsurkunden oder die Sammelakten dazu. Eine ganz tolle Quelle sind so Sterbefallanzeigen, weil dort sehr detaillierte Angaben über den verstorbenen Ehepartner, aber auch oftmals Kinder und deren Anschriften drin sind. Wenn ich weiß, dass jemand verstorben ist, könnte ich auch am Friedhof anrufen, weil wenn es da noch ein Grab gibt, dann haben die in ihren Büchern stehen, wer sich um dieses Grab gekümmert hat und wer Ansprechperson ist. Auch hier könnte vielleicht der DRK-Suchdienst interessant sein, mit Hilfe von Meldeauskünften oder eben einfach ganz schlichtweg Google ist dein Freund.de im Internet oder auf Social Media gucken und so dann, vielleicht hat man da ja auch dann seine Erfolge und findet die Person. So, jetzt möchte ich mich, also ich bin jetzt erstmal so durch mit meinem Thema, möchte aber doch die Gelegenheit ergreifen, mich bei Ihnen sehr zu bedanken, zumal dies ja nun auch so das letzte Webinar in diesem Jahr ist. Und zwar möchte ich mich bedanken, dass Sie alle immer so fleißig und aktiv, nicht nur so passiv teilgenommen haben, sondern auch ganz viele Leute aktiv teilgenommen haben, dass ich einige Anschriften bekomme mit Fragen zu etwas und oder dass ich, wenn ich irgendwas erwähnt habe, so am Rand erwähnt habe, dass ich manchmal weitere Informationen dazu zugeschickt bekommen habe. Das finde ich ganz toll und ich möchte mich wirklich dafür bedanken. Und ich weiß auch, dass ich einigen noch Antworten schulde auf die Fragen.
Und die kommen auch noch. Das dauert nur im Moment alles so ein bisschen. Corona macht das gerade für mich als Selbstständige ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche allen frohe Festtage und stehe Ihnen jetzt gerne mit Fragen zur Verfügung oder für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, lieber Andrea. Ich habe mich jetzt mal dazu geschaltet. Vielleicht kannst du mir jetzt nochmal oder kann ich das machen, dass ich wieder meinen Screen teilen kann? Moment. Jetzt. So, Moderator ändern. Jetzt muss ich mich selbst hier in dieser langen Liste suchen. Meinen Bildschirm übertragen. Jetzt, genau. So, jetzt müsste man mich oder meinen Bildschirm sehen. Genau, wir gehen jetzt gleich mal auf die Fragen ein. Ich möchte noch einmal kurz erwähnen, dass das Ganze ja auch aufgenommen wurde. Das hatte ich auch schon gesagt. Lieber Andrea hat auch schon einige andere Webinare für uns oder für Sie mit uns zusammen gemacht. Das findet sich alles auch unter familytreewebinars.com und dort, deswegen erwähne ich auch die Seite, gibt es auch in anderen Sprachen ganz viele Webinare, also über 1000 Webinare stehen dort zur Verfügung, falls Sie vielleicht auch, ich habe hier vorhin was gelesen über die Niederlanden, dass jemand dort sucht. Auch dort gibt es zum Beispiel auf Holländisch ganz viele Webinare, das ist vielleicht für Sie auch interessant, dass Sie sich das da mal einmal anschauen. Ansonsten möchte ich einmal den Gewinner bekannt geben des Komplettabos von MyHeritage und dann gehen wir auf die Fragen ein. So, wirklich ganz viele Fragen hier und ganz viele, die teilgenommen haben. Und das Ganze ist ja auch einfach nur eine ja, Verlosung. Ich würde natürlich Ihnen allen irgendwie ein Abo schenken wollen, aber das geht natürlich nicht. So, der Gewinner des Abos ist, ich muss mal ganz kurz, ich hatte mir jetzt den Namen aufgeschrieben. Einmal hier, einmal zack. Und zwar Herr Helmut Hussein. Vielen lieben Dank, dass Sie mit dabei waren, dass Sie ja, bis zum Ende durchgehalten haben. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Gewinner des Komplettabos von MyHeritage, Laufzeit ein Jahr. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass Sie mir einmal bitte nach diesem Webinar oder auch später oder auch morgen, wann Sie eben Zeit haben, eine kurze E-Mail mit Ihrer Registrierungs-E-Mail senden an germany@myheritage.com. Helmut Husse Hussi ein, so, Hussi an, so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Ansonsten an alle anderen auch vielen Dank fürs Teilnehmen. Jetzt, bevor ich mich auch verabschiede, gehen wir jetzt auf die Fragen ein. So, dann gucken wir mal. Andrea, du bist da, oder? Ja, Perfekt. So, herzlichen dann fangen Glückwunsch auch von mir, genau. Dann fangen wir an. Also Bettina hat folgende Frage. Gibt es für Deutschland eine ähnliche Plattform wie die niederländische Vivas Vi, die Personensuche von allen Archiven vereint? Man findet dort fast alle niederländischen Personen mit Geburt, Wohnorten, Sterberegister und so weiter. Vielen Dank. Nein, das wäre ganz schön, wenn es sowas geben würde. Aber wie gesagt, das ist ja nun, wie wir jetzt auch in Corona-Zeiten sehen, dass jeder Staat da sein eigenes Süppchen kocht. So ist das leider halt auch in der Archivlandschaft. Also es gibt eben, wie gesagt, so verschiedene Länder, Bundesländer haben andere Archivsysteme, so dass eben mit einer Anfrage Arkansas, wie gesagt, deckt die Staatsarchive oder staatlichen Archive Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Hessens ab. Also es kocht leider jeder sein eigenes Süppchen. Ich habe neulich mit einem Standesbeamten gesprochen, selbst die sind nicht in der Lage, sich deutschlandweit irgendwie auszutauschen mit Informationen, sondern auch da hat jeder seine eigene Software und sein eigenes Verwaltungssystem und das ist leider so. Nein, gibt es leider nicht, außer die Niederlande sind auch ein bisschen kleiner, deswegen ist das da vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ja, jetzt habe ich hier eine Frage von Gudrun Giesemann. Sie sucht nämlich ihren leiblichen Vater schon sehr lange. Wir haben auch einen Blogbeitrag dazu mal geschrieben und vielleicht kannst du ein bisschen weiterhelfen, weil der leibliche Vater so nach ihrer Recherche lebte oder hat gelebt, ich weiß jetzt nicht genau, in Großbritannien. Hast du eine Ahnung, was eine private Hilfe, also vielleicht ein Berufsgenealoge dort, hast du Kontakte vielleicht zu Berufsgenealogen in Großbritannien? Könntest du ihr da vielleicht weiterhelfen? Hast du vielleicht Links, die weiterhelfen könnten? Das habe ich. Ich habe eine Kollegin da, die, also Moment, also es gibt da zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zwar gibt das einmal
die eine genealogische Gesellschaft, die nennt sich die Anglo-German Family History Society. Also Anglo-German Family History Society. Das sind eben insbesondere für Engländer, die deutsche Vorfahren haben. So, das ist das eine. Ansonsten habe ich eine ganz liebe Kollegin, die nennt sich oder die heißt Kirsty Gray, also Gray wie Grau, Gray geschrieben. Und die hat eine Firma und die sind auf Erbenermittlung spezialisiert. Und da könnte die, wenn es da jemanden zu finden gibt, die ist gut. Perfekt. So, dann hoffe ich, dass Gudrun das jetzt gehört hat. Und falls nicht, dann kann sie sich gerne nochmal bei mir melden und ich gebe einfach den Kontakt von dir weiter. Vielen Dank. Bettina hat noch eine Frage. Kann man den Einträgen aus Family Search blind vertrauen, wenn man in diversen landesbezogenen Archiven gesucht hat und die Person dann in Family Search zu finden ist? Also, ich handhabe es folgendermaßen. Wie wir wissen, die hat ja eigentlich fast jede genealogische Datenbank ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ich weiß, dass das bei Family Search halt die Datenbanken, es ist ja das als Mitglied der Kirche, bin ich aufgefordert, meine Daten zur Verfügung zu stellen. Und ich weiß von einigen Mitgliedern, dass wenn ich, oder das kennen wir ja alle, wenn wir mit der Ahnenforschung anfangen, dann liest man vielleicht was nicht so richtig oder ich weiß immer noch nicht, wo mein Jochen Friedrich herkommt. Also reiche ich meine Daten ein. Und nun 10 Jahre später bin ich jetzt viel besser mit der Forschung und ich weiß jetzt, wo Jochen Friedrich in der Zwischenzeit herkommt. Also reiche ich meine Daten wieder ein. Und nun ist das Problem, die Datenbank ist halt so riesig, dass sie nicht in der Lage sind, die alten falschen Daten rauszulöschen. Deswegen kann natürlich bei Family Search für ein und dieselbe Person mehrere Einträge sein. Das erste war mein einer, wo ich am Anfang nicht so genau wusste, und der zweite war, da wusste ich vielleicht schon mehr, und mein dritter ist dann irgendwie jetzt, hurra, ich hab's. Und der vierte ist, weil sich jemand die Zeit genommen hat, einen Kirchenbucheintrag tatsächlich abzuschreiben. Also, mein Tipp ist bei sowas, ich nutze alle genealogischen Datenbanken sehr gerne, um mir irgendwie Input zu holen. Aber ich vertraue am Ende wirklich nur dem Kirchenbucheintrag, den ich dann wirklich schwarz auf weiß vor mir sehe. Also, so gehe ich an alles, was im Internet steht, was mit genealogischen Daten zu tun hat, heran. Okay. Carola fragt, eine Groß- oder Urgroßtante ist nach Amerika gegangen und Nonne gewesen. Daten bis auf Name nicht bekannt. Habe ich Chancen? Familie befrage ich auch noch. Naja, wenn man weiß, wer das ist, also das ist dann halt eben diese Suche. Ich gehe, was war das, eine Großtante, Urgroßtante? Also suche ich irgendwie erstmal von meinen Großeltern beziehungsweise meinen Urgroßeltern halt alle Geschwister raus. Und dann, das ist ja halt diese Fanclub-Recherche. Ich gucke, recherchiere dann die Lebenswege von allen Geschwistern eben in der Generation, wo diese ausgewanderte Tante, Nonne irgendwie ist. Und sehe halt dadurch, dass dann, wenn ich den Namen jetzt nicht weiß, aber ich sehe ja dadurch, wenn jemand geheiratet hat oder als Kind in Deutschland gestorben ist, dann scheidet die aus und die ist das dann halt nicht. Und so muss ich halt, es ist halt nur eine aufwendige Recherche, aber es sollte ausfindbar sein. Okay, super. Michael fragt, hallo, ich bräuchte mal Tipps, wo ich Unterlagen zu Vorfahren in Ostpreußen finden kann. Da fehlt mir jetzt bis jetzt kompletter Einstieg. Das ist natürlich, wenn ich keinen gewissen richtigen Ort habe, ist das so aufs Geratewohl natürlich schwierig, irgendwie was zu sagen. Auch da gibt es einen genealogischen Verein für die Gegend. Es liegen Kirchenbücher aus den preußischen Provinzen liegen bei im Kirchenarchiv in Berlin. Also da würde ich einfach mal wirklich ganz, ganz einfach bei Google nach Kirchenbücher Ostpreußen oder sowas suchen. Und dann, wenn man da noch einen Ort weiß, umso besser. Okay. Christine fragt, mein Problem, mein Großvater mit Nachnamen Reda ist in Majanka, Minsk bei Warschau geboren und im Krieg gefallen. Wir haben seine Todesanzeige mit Namen, aber ich finde niemanden.
Ist er da nur gefallen oder ist der, hat er da auch gelebt? Das weiß ich nicht. Also sie hat nochmal einen Kommentar hier geschrieben. Meine Mutter leidet sehr unter dem fehlenden Wissen zu ihrem leiblichen Vater und würde gerne mehr Wissen zu seiner Herkunftsfamilie. Da komme ich aber nicht weiter. Okay, nee. Okay, Kann. da würde ich dann wirklich vorschlagen, weil so einen ähnlichen Fall haben wir auch gerade, das wäre dann wahrscheinlich ein guter Fall, mit DNA anzusetzen. Okay. Dass man, also das ist so, das wäre, glaube ich, dann auch eine ne gute Sache, dass man da dann auch zusätzlich DNA mit ins Spiel bringt. Ich habe hier noch mal einen Tipp von Helmut, der hatte hier was geschrieben und das ist jetzt keine Frage an dich, aber ich finde das sehr interessant und dachte, ich teile das mal. Also er hat geschrieben, die Kurrentschrift ist ein Problem, ist ja ein Problem, weil sie heute kaum noch bekannt ist. Ich habe mir geholfen, den Süterlin-Font auf den PC zu laden. Damit kann man Kurrent am PC schreiben und damit tut man sich erheblich leichter, die handschriftlichen Eintragungen zu entziffern. Also mir war das nicht bekannt, dass man sich diese Schriftdatei irgendwie runterladen kann. Aber ja, das finde ich einen ganz tollen Tipp von Helmut. Ist vielleicht ja interessant für alle, die heute dabei sind und sich das vielleicht auch runterladen möchten und vielleicht auch dann eben die Unterlagen besser lesen können. Ja, super Tipp. Ich weiß, es gibt auch irgendwie eine Gesellschaft der deutschen Schrift, die sind auch immer auf den Genealogentagen vertreten. Und da habe ich mir mal ein Buch gekauft, so ein Heft gekauft, so wo richtig so Übungsschriften und habe mir damals, als ich noch mit der Bahn in Richtung Kirchenarchive unterwegs war, also das ist schon, weiß nicht, 20 irgendwie mehr Jahre her, da habe ich dann immer gesessen und habe mit dem Füller dann mir selber das Schreiben der alten Schriften beigebracht. Und das hat de facto mir geholfen beim Entziffern, plus natürlich die Übung, die ich habe. Ja. Leachim fragt, gibt es eine Linksammlung zu öffentlichen Archiven, die man frei nutzen kann? Weiß ich jetzt im Moment nicht. Also mir ist eine Sammlung bekannt, die aber irgendwie jetzt schon bald 15 Jahre, 17 Jahre alt ist oder so und wo ich nicht davon ausgehe, dass die noch aktuell ist. Also deswegen möchte ich da jetzt auch nicht drauf verweisen. Also ist mir jetzt so direkt nicht bekannt. Also auch da irgendwie, weiß ich nicht, auch da, ich kenne das halt, dass das einige Bundesländer dann haben, dass die dann eine Webseite haben, von wo man dann auf eben in dem Bundesland auf die einzelnen Stadtarchive, Kommunalkreis oder Staatsarchive kommt. Aber nicht deutschlandweit ist mir das nicht bekannt. Also ich weiß nicht, in Amerika gibt es ja diese Webseite Cindy's List, aber die ist natürlich halt auch mehr eben auf Amerika. Ich weiß, es gibt einige Hinweise für Deutschland, aber auch da wäre mir so eine Liste oder Auflistung nicht bekannt. Okay. Bernd möchte gerne wissen, wie war noch einmal die Webadresse des Suchregisters für NDS? NDS, also Arkansas. Das schreibt sich A wie Anton, Richard, Cäsar, Ida, Nordpol, Siegfried, Y, Siegfried. Okay. Und falls das nicht irgendwie jetzt funktioniert hat, einmal kurz eine E-Mail und Ansonsten, dann. also wirklich niedersächsische Staatsarchive eingeben und da landet man, oder hessische Staatsarchive, da landet man automatisch auf der Seite. Okay, perfekt. Markus fragt jetzt, wie und wo findet man Passagierlisten von Schiffen nach New York? Ja, also die Bremer Passagierlisten, die sind ja unter anderem auf, ich glaube, die Webseite heißt sogar bremerpassagierlisten.de. Das, was ja damals von der Genealoge, von dem Genealogieverein Die Maus in Bremen als Datenbank erstellt worden. Ansonsten, also ich meine, die Hamburger Passagierlisten, die liegen im Staatsarchiv, die sind auch von Family Search verfilmt worden. Also die gibt es im Internet, da würde ich einfach auch nach Hamburger Passagierlisten suchen. Und bei MyHeritage gibt es ja auch verschiedenste Daten zu Auswanderern. Das hatten wir ja in dem Webinar mit, oder gucken Sie sich das Webinar an, was ich zum Thema Auswanderung gehalten habe. Da haben Sie die Angaben. Machen wir das so. Ja, das ist ein super Tipp. Rita fragt, wie komme ich an solche Zeichnungen, wo die umgehenden Orte zu bestimmten Zeiten zu sehen sind?
Wahrscheinlich das, was du vorhin gezeigt hast. Ja, also wie gesagt, das war jetzt so ein Glücksfund, dass die das da im landeskirchlichen Archiv in Schwerin irgendwie eingerahmt an der Wand hängen hatten und dass sie irgendwie noch drei von den Postern irgendwo im Regal liegen hatten und ich eins mitnehmen durfte. Ich guck mal eben, also was es auch gibt, ich mache das mal eben nebenbei und vielleicht kann ich dann gleich nochmal meinen Bildschirm teilen. Ich sage Bescheid, wann ich soweit bin. Okay. Es gibt aus Amerika, gibt das so ein paar ganz gute Bücher für spannenderweise für den deutschen Markt und ich habe da ein Foto von, weil ich war da auch am Überlegen, ob ich das in die Präsentation mit rein tue. Zeige ich das mal so. Wo habe ich das denn? Achtung, ich gucke mal eben. Und da haben sich halt auch einige Leute die Mühe gemacht, zu gucken, wo, ups, die sind alle auf dem Kopf, deswegen gut, dass ich nochmal gucke. Also ganz kurz nochmal hier ein Tipp, während du da suchst, von Eckehardt, er schreibt zur Schriftkunde Lehrbücher der Archivschule Marburg-Lahn lesen. Super. Und nochmal noch ein Tipp von Ulrich, www.compgen.de/Projektdatenbanken. Das ist wahrscheinlich die Auflistung, oder ich weiß jetzt genau nicht, was das ist, aber auch hier hat er noch einmal einen Link gesetzt. Aber Also ich glaube, an sich Compgen, ja. wenn du mir den Bildschirm mal eben zurückgibst, dann kann ich das mal zeigen, wie diese Bücher Ja. aussehen, die ich da habe. Da ist das halt. So, ganz kurz, ich muss einmal selbst gucken. Ja. So, Moderator ändern. Also die Liste ist so lang von den Teilnehmern, dass ich dich. Ach hier, Andrea. So, okay. Gut. So, jetzt müsste man das sehen, wenn ich das so richtig sehe. Und zwar ist das halt das ist ein Forscherkollege aus Amerika, der hat sich halt die Mühe gemacht, für verschiedenste deutsche Regionen das zu machen. Und also so sehen die Bücher aus. Die gibt es leider nur in Amerika. Man sieht das Ding von Oldenburg und Schleswig-Holstein ist schon ganz abgeperlt hier abgenutzt an der Ecke. Aber da ist es halt, es gibt hinten ein Namensregister, wo halt wirklich jeder Ort drin ist. Also selbst wenn ich den kleinsten Ort in irgendwo habe, ich weiß, meine Vorfahren kommen aus dem Ort in, sage ich jetzt, Thüringen oder so, und ich weiß halt einfach nicht, zu welcher Kirche das gehört, dann kann ich da reingucken. Und dann gibt es so eine ähnliche Auflistung immer so für so fünf, sechs Kirchengemeinden, so wie dieses Bild, was ich da vorhin von diesem Poster gezeigt habe. Und dann kann man halt da auch eben immer ganz gut gucken. Und das gibt es halt für Pommern, gibt es da nun halt ein paar mehr, für, weiß ich nicht, Niedersachsen. Also, und da reden wir nur über Königreich Hannover, sind es, glaube ich, vier solcher Bücher oder so. Aber das ist so das, womit ich arbeite. Kann ja noch mal gucken. Genau, so, weil da ist das dann halt so eben diese Mischung zwischen, ich habe einen Ortsnamen, zu welcher Kirchengemeinde gehört das, und dann eben gleich danach noch mal das Visuelle sehen, wie die Kirchengemeinden so, was ist da so im Umkreis, weil ja, man kann ja eben auch mal das Mädchen aus dem Nachbarsort geheiratet haben. So, jetzt gebe ich dir das wieder zurück. So, jetzt muss ich mich aber wieder irgendwie aus dieser Liste suchen. Das ist ein bisschen so. Also tatsächlich wäre ja jetzt vor 2 Minuten unser Webinar vorbei. Wir würden jetzt auf jeden Fall noch mal 10 Minuten Fragen weiter beantworten, wenn es für dich okay ist, Andrea. Sehr gerne. So, und dann alles, was dann irgendwie hier noch bleibt, das müssen wir dann irgendwie nächstes Jahr durchgehen. Ich mache jetzt einfach mal weiter und zwar fragt Jörg, wie sollten Ortsangaben gemacht werden? Nach der alten Gliederung, zum Beispiel Mecklenburg-Schwerin in Klammern Herzogtum oder neu Mecklenburg-Vorpommern in Klammern Bundesland? Also ich gehe immer bevorzugt nach dem, wie es denn war zu dem Zeitpunkt, wo das Ereignis war. Okay. Und zur Not, wenn das jetzt irgendwie was war, ein Ort war, der jetzt nun
weiß ich nicht, wo sich irgendwie, weil das an irgendeiner Grenze war und das dann Grenzverschiebungen irgendwie gab oder ich weiß nicht, da kommt mir jetzt so Erfurt zum Beispiel irgendwie, wo dann zwischendurch dann mal ein paar Jahre die Preußen waren und dann waren die wieder weg und dann war es wieder was anderes. Da würde ich mir das dann so bei Forschungsnotizen mit reinschreiben. Super. Dietmar fragt, wo finde ich die deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenbücher aus der heutigen Slowakei? Großschützen, Welke, Levare aus circa 1780. Ui, das ist natürlich sehr speziell. Weiß ich nicht, ob die auch bei Matricula EU drauf sind, wo ja so deutsche und österreichische Bücher drauf sind. Da ja nun Tschechien auch mehr oder weniger da so, es ist eine Möglichkeit, würde ich gucken und ansonsten irgendwie Google fragen. Also. Ja, okay. Wolfgang, haben Sie Kenntnis, ob die Kreismeldekartei der ehemaligen DDR noch nutzbar ist? Weiß ich nicht, aber ich würde denken, dass sowas wahrscheinlich im Bundesarchiv in Berlin liegt. Ich würde da mal gucken und fragen. Da ist ja auch das Schöne, dass jetzt, nachdem ja vor ein, zwei Jahren jetzt so die ganzen Bestände der alten WAST ans Bundesarchiv übergegangen sind und dadurch ja nun auch die Wartezeit zumindest schon mal halbiert wurde irgendwie, weiß ich ja auch, dass jetzt angedacht ist, dass die Stasi-Unterlagen auch ans Bundesarchiv gehen. Und damit Ob da erhoffe ich mir vielleicht hier Fragen natürlich sind. auch, So, dass jetzt bist du das. wieder da. Ach so, war ich nicht da? Ja, nee, du warst nicht da. Also ich habe dich zumindest nicht gehört. Ach so, Vielleicht einfach Entschuldigung, noch ich rede mal. hier die ganze Ja. Zeit. Nein, Ja. also also die Sammlung da, die angesprochen wurde für die DDR, würde ich im Bundesarchiv in Berlin anfragen, ob die da ist. Und da gab es ja eben einfach auch schon ganz gute Veränderungen in den Sammlungen, insofern als dass die WAST-Unterlagen ja auch ans Bundesarchiv gegangen sind in Berlin. Und da ich die Suche, man muss zwar ein bisschen aufwendiger einen Antrag stellen, aber die Suche als solche schneller und schneller geht. Und jetzt kommendes Jahr, meine ich, sollen ja dann auch die Stasi-Unterlagen an das Bundesarchiv gehen, sodass man da hoffentlich dann auch ein bisschen leichter rankommt. Okay, vielen Dank. Machen wir weiter mit der Frage von Christoph. Wie suche ich Daten von Personen, die aus dem jetzigen, zum Beispiel Polen, im Krieg vertrieben und in den neuen Bundesländern wohnhaft sind? Es gibt ja in Bad Arolsen gibt es ja auch durchaus dieses ITS, International Tracing Service von Bad Arolsen, gibt es ja auch Listen von sogenannten Displaced Persons. Also wenn die halt also offiziell also vertrieben wurden, alternativ eben der DRK, Deutsche Rote Kreuz Suchdienst in München. Dort sind dann auch, also insbesondere wenn dann halt Verwandte schon nach denen gesucht haben, könnte man da finden. Oder sonst gäbe es eventuell auch noch das Bundesarchiv in Bayreuth, wo es dann auch eben um so Vertriebene, also da haben die ja so, geht das um die Rechtsansprüche, wenn ich irgendwo vertrieben wurde und ich hatte jetzt in, weiß ich nicht wo, Ostpreußen mein Gutshof und ich bin dann vertrieben worden, so wo das Lastenausgleichsamt nennt sich das, glaube ich. Und da kann man dadurch auch eben Informationen möglicherweise finden über Personen, die aus den Ostgebieten vertrieben wurden. Okay, Helmut fragt, für Personenrecherche von 1750 und früher, sind da die besten Möglichkeiten die Kirchenregister? Viele Online-Datenbanken machen für diese Zeiträume schon schlapp. Naja, also so meine Pi mal Daumen-Regel ist ja so, oder so, dass das Verallgemeinerte ist ja, dass so der Anfang der Kirchenbücher ist ab 1650 möglich, also Ende des Dreißigjährigen Krieges. 1750 hat man eigentlich immer noch ganz gute Möglichkeiten, was zu finden. Davor wird es dann natürlich, oder was heißt natürlich, also davor kann es dann halt schon schwerer werden, weil die Angaben, die in den Kirchenbüchern gemacht werden, halt weniger sind. Dann ist dann vielleicht nur noch Braut und Bräutigam und bei einer Taufe ist nur noch der Name des Vaters und des Kindes oder so und sonst nicht mehr so viel, also dass das ein bisschen aufwendiger ist. Aber es dürfte eigentlich kein Problem sein, vor 1750 Kirchenbücher zu finden.
Und Norbert möchte gerne wissen, ob es in Thüringen Archive gibt, die online einzusehen sind. Meines Erachtens nicht, aber da kann ich falsch liegen, weiß ich nicht. Das ist ja eh auch, dass da so ein bisschen die von wo ehemals alles in einzelnen Kirchengemeinden lag, man sich jetzt ja auch schon zu irgendwie Kreisarchiven zusammengeschlossen hat. Ich meine, in Erfurt ist einer oder so. Und das kann ich jetzt so verallgemeinernd nicht beantworten. Aber meines Erachtens nicht. Also ich kenne das, dass wenn wir da was suchen, dass wir in den Archiven selber anfragen müssen. Ich weiß jetzt nicht, was da geplant ist. Ich weiß, dass sie die letzten Jahre, also wenn es um Kirchenbücher in Thüringen geht, viel damit verbracht wurde, sie zu digitalisieren. Aber ob sie jetzt wirklich öffentlich irgendwo einsehbar sind oder das nur einfach für die einfachere Benutzung vor Ort im Archiv gedacht ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Eckehardt fragt, gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Kirchenbücher in Deutschland mittlerweile digitalisiert zur Verfügung stehen? Nein, das obliegt ja jedem Anbieter selbst, das zu machen. Und da sich das ja irgendwie gefühlt täglich und stündlich ändert, ist mir das nicht bewusst. Das Einzige, was ich so kenne, ist so, dass dann halt, wenn es dann so Ahnenforschungsvereine sind, die auf eine Region spezialisiert sind, so ich sage jetzt mal Pommerscher Greif oder so, da gibt das dann schon oder andere Gegenden, wo es dann spezifische Listen gibt oder wo dann auf den Webseiten steht. Und für den Ort findet man das Kirchenbuch, katholische Buch hier und das evangelische da und das dritte, die Standesamtsurkunden irgendwo anders. Also das ist, also wie gesagt, für ganz Deutschland kenne ich das nicht, gibt es nicht und weil, wie gesagt, das jedem Anbieter selbst obliegt, wie die sich organisieren. Rüdiger fragt, gibt es spezielle Quellen für die Suche von Flüchtlingsfamilien aus dem Sudetenland? Kann ich jetzt so nicht aus dem Ärmel schütteln. Weiß, ganz ehrlich, kann ich im Moment Okay. gerade gar nichts zu sagen. Tut mir leid. Alles gut, dann machen wir weiter mit Bernd. Er fragt meine Frage: Bei der Ahnenforschung zu meinem Urgroßvater sagte der Standesbeamte, dass auf der Geburtsurkunde kein Vater eingetragen ist. Er darf mir auch nicht sagen, wer das ist. Besteht trotzdem die Möglichkeit herauszufinden, wer das war? Oder sind da die rechtlichen Bestimmungen zu scharf? Also theoretisch müsste es oder könnte es ja bei der Geburtsurkunde oder bei dem Standesamt, wo die Geburt beurkundet wurde, eine Sammelakte geben, wo drin durchaus etwas über die Abstammung stehen könnte. Man kann sich zum Beispiel auch eine Abstammungsurkunde, könnte man mal anfragen. Ansonsten gibt es vielleicht Möglichkeiten, ob es da irgendwie beim, wie heißt das jetzt, nicht Adoption, aber dass das halt irgendwie schon beim Familiengericht die Möglichkeit gibt, dass irgendjemand mal die Vaterschaft anerkannt hat, obwohl die Person vielleicht trotzdem nicht auf der Geburtsurkunde offiziell auftaucht. Und es gäbe noch die Möglichkeit, mal die eigentliche Taufe anzugucken, ob im Taufeintrag in der Kirche nicht vielleicht doch ein Vater angegeben ist. Okay, Stefanie fragt, wie war die Regelung? Wurde beim Standesamt der Frau oder des Mannes geheiratet? Weiß ich nicht. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es da so die Regelung, glaube ich, nicht mehr so, wie es noch in Kirchenzeiten üblich war. Und ich glaube, das mit den Kirchen hatte ja auch mehr damit zu tun, dass die Eltern der Braut die Hochzeit ausrichteten und dass, wenn ich in der Kirche heirate, dann musste ich dafür zahlen, dass die Glocke geläutet wird, dass der Pastor da vorne steht, irgendwie was macht und dass die Kirche geheizt ist und sonstiges. Und insofern waren damit natürlich ganz andere Kosten verbunden. Und deswegen war es halt üblicher, sowas dann am Wohnort der Braut zu machen. Mit dem Standesamt weiß ich nicht. Ich meine, das sind ja nun auch Standesamtszeiten, waren ja durchaus auch schon eher Zeiten, wo
ja solche Lebensumstände gar nicht mehr so waren wie jetzt im 19. Jahrhundert. Und ich meine, das ist halt eben auch das Schwierige, besonders wenn man jemanden sucht, der gestorben ist, irgendwie, das ist ja auch leider nicht immer am Wohnort passiert. Also, nur weil jemand das Leben so, weiß nicht, meine Oma, die hat ihr mehr oder weniger Leben in Hamburg gelebt und ist dann beim Kegeln in Bad Bramstedt irgendwie leider gestorben. Also ist die Sterbeurkunde in Bad Bramstedt und nicht in Hamburg. Genau. Ganz kurzer Tipp nochmal von Karl-Heinz. Er schreibt zum Sudetenland, alles online unter portafontium.eu. Super, Also danke für vielleicht, den Tipp. ja, einmal vielleicht merken, portafontium.eu. Dann, ja, ich gucke gerade mal, wir machen nochmal 2 Minütchen weiter und dann, weil sonst es kommen einfach zu viele Fragen rein. Wo bekomme ich von Werner, wo bekomme ich die besten Informationen im Raum Böhmen und in welcher Sprache sind diese abgefasst, beziehungsweise wie weit gehen die zurück? Das ist auch nicht so mein Spezialgebiet, so dass ich da, weiß ich nicht, da gibt das sicherlich auch den einen oder anderen genealogischen Verein, die in der Gegend zu tun sind. Ich meine, das ist ja das gleiche, ähnliche Frage wie Tschechien. Und es kommt natürlich darauf an. Ich sag mal, wenn es denn katholisch war, dann ist da sowieso höchste Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie Latein dabei ist. Ansonsten hängt das sicherlich auch damit ab, zu welchem Zeitpunkt es die Urkunden oder die Eintragung, die Daten, Kirchenbücher, sonstiges erstellt worden sind und was dann, wie gesagt, unter welcher Herrschaft es dann war. So, die vorletzte Frage hätte ich jetzt gesagt von Thomas. Mein Großvater mit dem Namen Stör war Busfahrer in Berlin. Wo finde ich Kirchenbücher bzw. relevante Archive für Berlin? Wie könnte ich vorgehen? Also in Berlin ist ja nun einmal das gibt einmal das Kirchenarchiv für Berlin und Brandenburg. Da müssten die Kirchenbücher sein. Es gibt dann das Landeshauptarchiv in Berlin, wo dann mehr so die standesamtlichen Unterlagen sind. Aber das sind so die beiden Quellen. Also die beiden Archive, die ich anlaufen würde für eine Recherche in Berlin. Okay, vielen Dank. Dann jetzt mal die letzte Frage von Hans-Peter. Meine Mutter ist unehelich. Von meinem Opa gibt es ein Bild und den Namen dazu. Er stammt aus Frankfurt am Main, circa 1900. Wie kann man hier vorgehen? Also man hat nur das Foto, man hat keinen Namen. Ja, habe ich das richtig verstanden? Doch, den Namen hat er auch. Foto und Ach so. Namen, circa 1900. Okay, ja, nee, klasse. Dann würde ich mich ans Stadtarchiv in Frankfurt wenden und gucken, ob die historische Meldekarten haben und was die mit dem Namen aus der Zeit machen können. Oder ich würde gucken, ob es für Frankfurt Adressbücher aus der Zeit gibt und ob man den darüber dann irgendwie noch ein bisschen verfolgen kann, wie lange der in Frankfurt geblieben ist, wann er hingekommen ist, sowas. Das wäre ja, weil mit der historischen Meldekarte zum Beispiel kriege ich halt auch mehr Angaben, Geburtsort, wann, von wo hergezogen. Vielleicht auch Frau, Kinder, ähnliches. Okay, super. Das ist doch schon mal ein super Tipp. Dann habe ich noch den letzten Tipp, einmal von Jürgen und auch von Karl-Heinz. Beide schreiben zu den evangelischen Kirchenbüchern einmal online bei archion.de gucken. Ist gebührenpflichtig, das nochmal zu erwähnen, aber ja, das wäre vielleicht nochmal ein Tipp, da zu gucken. Selbstverständlich. Genau. Ja, ansonsten haben Sie die Möglichkeit, ich habe auch gesehen, da waren jetzt auch 2, 3 Fragen, was MyHeritage angeht. Das habe ich jetzt nicht Andrea gestellt, weil Andrea jetzt überhaupt nichts mit MyHeritage am Hut hat, sage ich mal. Und wir wollten uns jetzt mal heute hier auf Ihre Fragen konzentrieren. Sie haben die Möglichkeit einfach auf myheritage.de/help. Das sind ja unsere Hilfeseiten. Da gibt es ganz, ganz viele Artikel zusätzlich zu der Wissensdatenbank, zu MyHeritage-Funktion, wie das Smart Matching funktioniert oder Record Matching, weil ich hatte da auch eine Frage zu den Smart Matches gesehen. Also auch da bitte da einmal gerne schauen. Ja, und ansonsten würde ich mich jetzt heute verabschieden. Das ist jetzt für dieses Jahr das allerletzte Webinar gewesen. Ich glaube, das ist auch das Webinar gewesen, also wo die meisten Teilnehmer mit dabei waren. Das hat mich sehr gefreut, dass Sie alle sich die Zeit genommen haben und heute dabei waren. Das war eine ganz tolle Präsentation mal wieder von Andrea. Wir wollen auf jeden Fall 2021, also das neue Jahr, auch wieder mit, ich weiß nicht, ob wir Webinare machen oder Facebook Lives. Ich kann Ihnen ans Herz legen, unsere Facebook-Seite facebook.com/myheritage.de.
DEU, alles zusammengeschrieben für Deutsch. Und da werden wir auf jeden Fall Facebook Lives veranstalten. Also es ist ähnlich wie ein Webinar. Dazu bräuchten Sie natürlich einen Facebook-Account, aber die meisten haben, glaube ich, heutzutage einen Facebook-Account. Und dann gehen wir immer live. Sie können uns dann auch sehen, also nicht nur hören, sondern auch sehen. Wir gehen auf Ihre Fragen ein. Wir veranstalten Facebook Lives zu den verschiedensten Themen. Definitiv wird Andrea Benschneider auch mal dabei sein nächstes Jahr beim Facebook Live. Sehr gerne. Sehr schön. Können wir jetzt dann Fragen beantworten, die heute das nicht mehr geschafft haben, wo das zeitlich nicht passt. Das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte. Dann können Sie einfach nochmal dabei sein, Ihre Frage nochmal stellen und dann wird Andrea die auch sehr gerne beantworten. Ja, deswegen, wir haben ja auch ein bisschen überzogen. Das hat total viel Spaß gebracht. Vielen Dank, Andrea, nochmal an dich für die tolle Präsentation. Vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Wir wünschen Ihnen beide auf jeden Fall ganz, ganz tolle Weihnachten, auch wenn es vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders aussieht. Machen Sie das Beste draus. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Das ist das Wichtigste. Und auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hoffen einfach, dass das neue Jahr gut startet und wir alle gesund bleiben. Und ja, ich freue mich auf die nächste Veranstaltung mit Ihnen und sage jetzt auf Wiedersehen. Dem schließe ich mich natürlich an und danke und auch auf Wiedersehen von mir.